Jakubi Santos, Shootingstar der deutschen Nationalmannschaft, verlässt seine Penthouse mit dem Europaviertel für seinen täglichen Morgensport. Er setzt seine Kopfhörer auf und macht die Nationalhymne an, um sich für das kommende Nationalspiel zu motivieren. In Gedanken sieht er sich mit seiner Mannschaft auf den Platz. Was halten Sie davon, dass Mesut Özil die deutsche Nationalhymne nicht mitgesungen hat? Ich finde es nicht richtig. In dem Moment, wo ich für ein Land auftrete, ja, sollte ich die auch singen können. Sollte ich da kein Problem mit haben. Aber es gibt ja selbst viele deutsche Fußballer, rein deutsche, ja, die singen sie auch nicht mit. Insofern, was soll's. Ich finde es nicht richtig, aber das ist wohl der neue Trend. Nichts? Wissen Sie was? Ich weiß, aber ist das seine Entscheidung? Ja. Gott, das weiß ich nicht. Wenn er es nicht kann, vielleicht kann er nicht singen. Ich kann auch nicht singen. Aber ich finde es nicht gut. Nicht viel. Er könnte das singen, auf alle Fälle. Warum, weiß ich nicht. Naja, ist jedem seine Sache. Ja. Ist nicht gut oder schlecht? Schlecht, gut. Ich denke, gut oder nicht? Ja. Oh, schlecht, keine Ahnung. Ja, schlecht. Wieso denn? Ja, meine Meinung muss so viel ändern. Das Einzige, was ich ja nicht gut fand, das war ja da mit seinem Erdogan, mit seinem Minister. Das finde ich nicht gut, das gefällt mir nicht. Warum? Weil er spielt für Deutschland, er verdient für Deutschland sein Geld, er ist Deutscher und dann singt man seine Nationalhymne. Es ist seine Nationalhymne, die deutsche. Die DFB-Ärztin Frau Dr. Regovic erklärt Jakubi Santos, welche Verletzungen er erlitten hat. Er brach sein Sprunggelenk, sein Meniskus ist gerissen und seine Kniescheibe ist zertrümmert. Somit war seine Karriere zu Ende. Es folgte ein rasanter Absturz, weil er seine Mieten nicht mehr zahlen konnte, wurde sein Penthouse zwangsversteigert. Auf der Straße wurde er Alkoholiker und bettelte. Was halten Sie von der steigenden Obdachlosigkeit hier in Deutschland, vor allem hier in Frankfurt? Das ist sehr traurig, leider. Es müsste mehr Unterstützung für den Leuten geben. Das bessert sich langsam. Bessert sich? Kann jeden duschen gehen, essen in Kirche und so. Ja. Nur manche schämen sich, die wollen nicht hingehen. Dass Obdachlosigkeit steigt, ist mir nicht bekannt. Sie ist allerdings auf einem gewissen Niveau. Ja. Und was halten Sie denn generell von Obdachlosigkeit? Ich bleib lieber in meiner Wohnung. Ich meine, wer wird Ihnen geholfen und so? Klar, in Deutschland hat jeder Nahrung, Bekleidung, ärztliche Vorsorge, Wohnung und Essen. Jeder, der will, hat das in Deutschland. Leider ist es so, dass in den Medien so gut wie gar nicht darüber berichtet wird. Ja. Und dass auch Menschen, zum Beispiel auch viele Rentner, die 500, 600 Euro kriegen, vielleicht ein Zimmer haben oder so, Flaschen sammeln müssen. Das ist eine Riesensauerei. Ich habe selbst viele Bekannte, die obdachlos sind. Das sind keine Alkoholiker. Und dass das alles so hingenommen wird, auch mir selbst ist es ja nicht so, das gehört ja zur Kultur. Oder das ist ja gar nicht so schlimm, das ist eine Riesenschweinerei und es gibt keine Entschuldigung dafür. Gut, nicht so gut. Muss es ein bisschen helfen, diese Leute. Was sie mir fragen, ist alles nichts gut. Aber was soll man machen? Die Leute, obdachlos oder was weiß ich, gerade hier in Deutschland,
wer hier in diesem Land obdachlos ist, 90% ist fast selber schuld. Aber soweit ich weiß, werden die Obdachlosen ja eigentlich sozial unterstützt und könnten, wenn sie wollten, auch in obdachlosen Unterkünften unterkommen. Nach einiger Zeit kamen zwei Leute und brachten ihn einen Burger. Er machte den Burger auf und sah das Fleisch an und erstarrte kurz. Was halten Sie von der Massentierhaltung und dem Fleischkonsum hier in Deutschland? Ja, gar nichts halte ich davon. Ich esse keine Fleisch. Ah, Sie essen keine Fleisch? Manchmal Rinderfleisch. Manchmal. Das finde ich nicht korrekt, aber... Was soll man machen? Ja, sagen Sie mir das. Ja. Jeder will eine Kilo Fleisch für 3 Euro kaufen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wenn man will, die Konsequenz muss man dann ihr Kinder. Ja, Massentierhaltung muss halt sein, nicht? Was soll man da machen? Man kann ja die Schweine nicht mehr einzeln in der Garage züchten, oder? Sehr schlecht. Tierquälerei. Also die Massentierhaltung ist natürlich nicht schön. Und nicht schön ist auch, dass das Zeug dann hier, das Pfund Schweinefleisch und anderes für 1,90 oder so verramscht wird. Ich esse gerne Fleisch, kaufe aber hochwertiges Fleisch. Also Kilopreise von 20 Euro aufwärts. Ist sehr schlecht, aber kann man nichts ändern. Kleiner Mann muss nehmen, was da ist. Ja, das brauchen wir schon. Für die Ernährung muss schon genug Vieh geben. Ist viel. Ist viel. Ne? Essen Sie auch Fleisch? Ja. Ich esse aber nichts viel. Mehr Gemüse. Schrecklich. Ist viel zu hoch. Erstens schaden die Leute sich selbst und zweitens interessieren mich natürlich die armen Tiere. Das ist so pervers. Was soll ich davon halten? Das braucht man. Jeder Mensch braucht Essen, Fleisch und was zu essen. Enttäuscht von der Gesellschaft kehrte Jacobi Santos der Stadt den Rücken und lebte als Selbstversorger auf dem Land. Yeah, everybody. What do you mean of the Fleischkonsum in Deutschland? This is very grausam. Keiner will mit uns was machen. Sorry. Okay, gib mir jetzt. Entschuldigung. Was sagst du dazu? Ja. Hast du ausgemacht? Nein. Wie macht man das aus? Es geht nicht aus. Ich mache hier auch die Batterie noch leer. Nee, Batterie ist leer, aber wie geht's aus? Mach doch aus jetzt. Gut. Montage 6-9. Was steht dazu für die Massentierhaltung? Ja, die Meinung bin ich auch. Hey, wohin gehst du? Hey. Mokro! Oh, das sind Tauben! Oh, nee! Meine Familie! Tobelein!